So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo und Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Good Game Empire. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ich doch schon mehrere Burgen besitze. Ja, wie man sieht, brennt's hier bei mir. Ich wurde mal wieder überfallen. Das passiert mittlerweile ziemlich oft, weil ich mittlerweile Level 34 bin und bin jetzt scheinbar irgendwie so ein ideales Opfer oder Ziel. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Ankh-Morpork brennt auch noch so ein bisschen, oder? Ja, brennt auch noch. Ja. So, ich habe mittlerweile eine Siedlung am Gletscher, wobei das hatte ich, glaube ich, schon erzählt, was ziemlich teuer ist auszubauen. So von den Rohstoffen, was man so braucht. Dafür kann man bei den Einheimischen hier Holzkohle, die man herstellt, gegen irgendwelche Goodies tauschen, was ich ziemlich lustiges Feature finde. Ich bin auch schon sehr gespannt. In einem Level bin ich 35 und dann kann ich auf die Sturminseln. Da bin ich mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Später mit 40 und 50 kriege ich noch zwei weitere. Und demnächst soll ja laut Ankündigung auch wieder irgendwas noch passieren. So, Moment. So, ich habe mittlerweile außer meiner Hauptburg eben noch Stützpunkte. Nämlich drei Stück. So, da ist meine Hauptburg. Da sind meine drei Stützpunkte. In der Nachbarschaft haben sich der Berdix Fuzzi und der Dr. Tubert angesiedelt, haben mittlerweile auch ihre Stützpunkte genommen, wie man sieht, auch hier in der Nachbarschaft, ja, Dr. Tubert ein bisschen weiter, und dadurch bilden wir jetzt hier schon mal ein schönes Infrakta-Netzwerk aus mehreren Stützpunkten und Burgen. Wir bekommen trotzdem ständig auf die Mütze, weil wir halt einfach mit drei Spielern noch ziemlich klein sind und um uns drumherum natürlich große Clans sind. Die ganze Zeit hatten wir so ein bisschen das Anführungszeichen Glück, dass sich die Allianzen untereinander ordentlich tüchtig gehauen haben. Und es gab ordentlich Verdrängungswettbewerb. Ein, zwei Allianzen sind daran zerbrochen. Die gibt es hier gar nicht mehr in der Nachbarschaft. Die noch spielen, Spieler. Gibt ja mittlerweile eine Menge Ruinen, die von Spielern, die jetzt einfach mal das Handtuch geworfen haben, nachdem die Kriege da liefen. Ja, hier ist noch eine. So, und haben einige aufgehört. Deshalb konnte Dr. Tubert und der Berdix Fuzzi sich da auch ansiedeln, weil da einfach freie Slots entstanden sind. Das Problem ist, diese Kriege sind jetzt rum. Jetzt haben diese Allianzen irgendwie Zeit und Gelegenheit, jetzt sich umzugucken und haben uns entdeckt und jetzt kriegen wir auf die Mütze. Wir haben mit ein, zwei kleineren in unserer Nachbarschaft nicht Angriffspakte geschlossen. Na? Oh, wir haben gar keine Nicht-Angriffspakte mehr. Diese wurden gekündigt, offensichtlich. Okay. Ja, dann. habe ich gar nicht mitgekriegt. Wenn das passiert sein soll, naja, ist ja wurscht. So, wie ihr seht, habe ich mittlerweile mehrere Feldherren, die ich haben kann, wo ich mit Truppen gerade ausschicke, um halt diese kleinen Raubritterburgen abzuflammen, um eben Plündergut zu bekommen, Ausrüstungsgegenstände für meine Feldherren. Moment. Zack, da sieht man mal, also gerade alle unterwegs. Ja. Irgendwo habe ich auch irgendeinen. Doch, ich hatte doch irgendwo schon. Wem habe ich es denn gegeben? Mein Fügen. Da! Ich habe auch schon mehrere legendäre Artefakte. Die bekommt man halt am einfachsten durch die Schmiede, indem man halt Sachen zusammensetzt. Da muss man ein bisschen Gold für zahlen. Bekommt man so besseren Sachen, wenn man sie direkt plündert oder in der Allianzschmiede herstellt. Wobei Allianzschmiede halt nur einmal am Tag geht. Ja. Was soll ich jetzt weiter groß berichten? Das ist halt einfach mal, wir machen das jetzt hier mit Good Game Empire jetzt mit drei Leuten aus dem Clan. Ist auch recht lustig. Wir haben sogar im Teamspeak nach etlichen Beschwerden von anderen Clan-Mitgliedern unseren eigenen kleinen Bereich abgegrenzt. So ein Burgenbauer-Channel, wo wir halt zu drittens austauschen, weil die anderen halt sich bei World of Tanks spielen oder anderen Spielen etwas gestört fühlten, wie wir uns dann köstlich amüsiert haben, wer von uns drei jetzt schon wieder lichterloh brennt, aber die Gegenaktion schon läuft. Ja. Wir haben nicht ein, zwei nette Menschen in der Nachbarschaft, die fanden es ganz lustig, immer wieder auf Dr. Tubert rumzuhacken und ihn mehrmals täglich zu raiden. Und jetzt tun wir die ununterbrochen mit Saboteuren angreifen und zünden ihre Burgen an ohne Angriffe, weil mit erfolgreicher Sabotage, da kriegen die nicht gemeldet, wer das war. Während wenn wir mit Truppen kommen, wissen sie natürlich, dass wir es waren. Und jetzt zünden wir ihnen ständig die Burgen an. Das ist zwar nicht ganz billig, aber es macht ziemlich viel Spaß. Und seitdem lassen sie Dr. Tubert auch in Ruhe. Ich glaube, die sind einfach damit beschäftigt, ihre Burg ständig zu löschen. Das hat also dann auch geholfen. Und
Ja, also uns macht Spaß. Schade, dass nicht noch mehr aus dem Clan dazustoßen wollen, aber die anderen haben entweder gesagt, das können sie nicht spielen wegen der Grafik oder es fehlen halt einfach an Panzern, die herumfahren. Kann man ja auch nachvollziehen, ja. Und ich habe jetzt zu den Jungs gesagt, wir können ja mal, ich führe das jetzt ja weiter, das Let's Play, dass ich immer mal wieder ein Video mache, zu zeigen, wie weit wir mittlerweile sind und was es alles gibt. Ach so, genau, ich bin immer noch mit diesem Dornkönig-Gedöns-Quest hier beschäftigt, Event, der alle paar Monate läuft. Leider bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Wie man sieht, schaffe ich das auch in der Zeit nicht mehr, diesen Nekromanten zu besiegen. Ich habe nur hier das, was eben grün ist, wieder zurückerobert. Das ist nämlich extremst kostenintensiv und kostet auch viel Blut. Also ich habe ziemlich viele Truppen verloren bei den Aktionen, um das frei zu kämpfen. Sehr teure Truppen, weil mit billigen Truppen kann man da überhaupt nichts reißen. Ich habe allerdings auch quasi das Pech gehabt, mit Level 30 den Event zu bekommen. Der ist, wie gesagt, alle paar Monate findet der mal statt. Und in einem höheren Level wäre das vermutlich nicht so schlimm gewesen, aber ich habe mit Level 30 bekommen und habe dann mich da begeistert draufgestürzt und habe meine ganzen Ressourcen, Truppen da drin verblasen, was sich im Nachhinein als extremer Nachteil herausgestellt hat. Ich kam zwar in den Nekromantenquest am Anfang ganz gut voran, aber meine Nachbarn haben irgendwie mitgekriegt, dass ich, keine Ahnung, kaum noch Truppen in den Burgen habe, weil ich die alle dahin geschickt habe. Und danach ging halt das lustige, wir zünden Mundis Burgenspiel an. Fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Hat meinen Stützpunkt noch nicht gut getan. Mein Hauptburg auch nicht, die brennt immer noch. Gestern wurde ich wieder so übelst geradet. Und also dieses Nekromantending hat mich eigentlich nur extrem zurückgeworfen. Das muss ich jetzt irgendwie wieder. Also es hat mich sehr, sehr viel Gold gekostet, sehr viele Ressourcen und eben eigentlich im Prinzip meine komplette Armee. Also ich glaube, ich habe über 1000 Mann verloren in diesen Nekromanten-Scheißen. Ich finde es zwar schön, dass sie so Events machen, aber ich glaube, wenn man das mit Level 30 stemmen will, dann muss man entweder ein Rubinspieler sein, also man muss ständig Rubine kaufen, dann dürfte es einfacher gehen. Wenn man das jetzt ohne Rubine stemmen will und auch nicht in der großen Allianz ist, die einen da stützen kann mit Truppen, also beziehungsweise nicht mit Truppen, aber ja indirekt mit Truppen, dass die halt in der Zeit einem die Burgen bewachen und so, aber hauptsächlich eben mit Ressourcen und Lieferungen stützen können, dann ist es, also ich fand es jetzt nicht machbar. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber irgendwann geht's halt einfach nicht mehr, weil man halt einfach nicht die wirtschaftliche Basis dafür hat, um das Ding zu stemmen. Hätte ich das früher geahnt, hätte ich die Finger davon gelassen, hätte es erst gar nicht versucht. Naja, man muss eben Lehrgeld zahlen, ist ja nur ein Computerspiel, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und boah, sonst gibt es im Moment auch nicht viel zu berichten. Wir haben unseren Spaß zu dritt und bauen uns auch ganz gut aus, trotz aller Widrigkeiten, ständigen Angriffe. Naja. Okay, dann war's das mal wieder mit Good Game Empire. Ich bin morgen zur Herkunft von der Frakta und wir sehen uns auch hier bald, dann, also das ist ja bald, aber irgendwann demnächst wieder, wenn ich. Genau. Sobald ich auf der Sturminsel bin, könnte ich eigentlich das nächste Video mal machen. Stimmt. Also wir sehen uns tatsächlich schon bald hier wieder. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.